Herzlich willkommen zurück zu Splatoon im Multiplayer. Ja, ja, wir machen wieder ein paar Runden. Was machen wir denn? Ich glaube, ein bisschen Standardkampf zum Reinkommen und dann vielleicht noch zwei Runden. Rangkampf in der Folge. Gucken wir mal. Morgen kommt eine neue Waffe. Oder heute kommt eine neue Waffe. Leider ist die Folge von heute nicht aktuell. Die ist von gestern. Also, ich habe sie gestern aufgenommen, wenn ihr diese Folge seht. Weil für heute kriege ich wahrscheinlich keine frisch hin. So, dann gucken wir mal, was wir denn so rocken können. Wir gucken auch mal, welche Waffe wir so nehmen. Wir nehmen mal wieder die Airbrush. Komm, habe ich letztens angekündigt, dass ich die mal wieder nehmen will. Die nehmen wir mal wieder. Schon lange nicht mehr mit Schusswaffen gekämpft. Und wir gehen mal in den Standardkampf. So. Ja, heute kommt eigentlich noch eine neue Waffe. Die heißt Luna Blaster. Ist halt eine Blasterwaffe. Eigentlich wahrscheinlich wieder eine Waffe, die ich nicht so benutzen werde. Weil ich Blasterwaffen nicht benutze. Aber mal gucken, ist ja nicht die letzte Waffe, denn ich habe das auch auf Twitter gepostet. Also folgt mir schön auf Twitter, da poste ich auch einiges über Splatoon, wenn ich es mitkriege. Das auf der Disc, jemand hat die CD ausgelesen von Splatoon und darauf sind 30 Waffen versteckt. Also jetzt halt abgesehen von denen, die schon jetzt frei sind, die schon eingespielt wurden jetzt über Updates. Oder halt nicht über Updates, halt über eine Freischaltung. Und zwei Modis, die sehr interessant klangen. Einer ist so eine Art Capture the Flag, wo man so einen Ball zur Base bringen muss. Und der andere ist so ein Hold the Point, so ein bisschen wie Rangkampf. So ein bisschen wie Herrschaft, so ein bisschen. Aber das wird wahrscheinlich ein bisschen anders ablaufen. Da schießen wir mal eine Rakete hin. Haben wir den nicht erwischt, ey? Das ist schade. Ist da hinten ein Grüner tatsächlich? Hab mich nicht gesehen. Ah nein, das ist gemein. Komm schon. Ah, ich habe ihn aber noch erledigt. Okay. Ich bin mit der Schusswaffe gerade zu langsam. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Aber wir versuchen das mal zu gewinnen. Vor allem färben die alle so mit Lücken ein hier. Wie färben die ordentlich ein? Da guck, überall Punkte, die hier noch verschenkt werden. Oh, da schwamm einer. Da brauchst du leider nicht auf mich warten. Ja, als ob ich da reinrenne, du Vogel. Denkst, oh, ich bin blöd. Nein! Ah, er hat mich besser gekriegt. Er hat sogar nur die silberne Airbrush. Mann, ich wusste doch, dass er da ist. So. Oh, mit Schusswaffen ist das richtig komisch. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt. So. Da muss man sich echt immer einspielen, wenn man die Waffe wechselt. Ach, du großer Gott. Was ist hier passiert? Alles bunt. Alles grün. Oh, fuck. Ich weiß genau, wo du bist. So, den haben wir. Dann schicken wir da mal eine Rakete hin. Habe ich da jetzt das, was ich will? Nee, leider nicht. Die Hunde, ne? Und ja, ich habe wieder Hund gesagt. Wurde auch auf Twitter gepostet, wie oft ich denn bitte Hund sage. Oh, ich muss weg. Oh. Ist er abgehauen? Nice, den haben wir auch gekriegt. Aber hier sind noch mehr. Ist der jetzt rübergegangen vorhin? Nee, nicht ganz. Okay. Komm, die waren gerade alle tot. Ach, fuck. Fuck. Jetzt haben die gewonnen, glaube ich. Ich versuche noch ein paar Punkte hier in der Ecke zu holen. Wurde nix. Wurde das was? Nee, es wurde nix. Die haben gewonnen, glaube ich. Das sieht schlecht aus. Oder? Ja. Aber knapp. Aber ich habe am Ende ja noch ein paar Kills geholt. Das macht mich zum Teambesten. Was gerade relativ traurig ist. Wir hatten einen dabei, der ist 7-mal gestorben. Okay, krass. Das Max-Level soll sich auch irgendwann erhöhen. Habe ich so mitbekommen. Also es kommen noch einige Sachen. Und ich glaube leider, dass die Sachen erst ab dem großen August-Update kommen. Was ich finde, ist ein bisschen lang. Da ist mir jemand nachgejoint. Hallo, Lalilolu. Du hast einen
immer schwer auszusprechenden Namen, aber dich kenne ich. Hallo Zuschauer. Ja, ihr könnt mir mal nachjoinen. Wenn ihr. Meine ID ist nicht schwer. Das ist, ne? Ich glaube, ich brauche das gar nicht erwähnen. Die schlauen Leute unter euch kommen auch so auf meine ID, weil die ist nicht schwer. Die ist gar nicht mal so abwegig. So, aber bitte geht anderen Leuten nicht auf den Sack, die ich in der Friendlist habe. Das wäre sehr, sehr cool. Also edit da nicht random Leute durch die Friendlisten durch, bitte. Das nervt immer ein bisschen. Und schreibt mir keine Nachrichten in Mirrors, ich lese die eh nicht. Also ich lese die irgendwann, aber dann ist es 5 Monate zu spät. Also es bringt mir nichts, da zu schreiben. Weil ich da nicht reingucke. Das ist leider traurige Wahrheit. Muss ich auch mal sagen. Und wenn ihr zur Freundschaftsanfrage dazu schreibt, bitte, bitte spiel mit mir, ist das auch weniger fördernd, dass ich euch annehme. Weil ich nicht garantieren kann, dass ich mit euch spiele. Es ist halt keine Garantie, mich in der Friendlist zu haben, dass ich mit euch spiele. Das ist jetzt mal ein paar ernste Worte hier ins Platoon. Muss mal gesagt werden. Schießen wir da mal in die Mitte. Oh, fuck. So. 2A. Okay, in der Mitte ist noch einer gestorben. Eine bessere Waffe? Anscheinend. So, einmal den Sprinkler da in der Mitte. Kann der mal aufhören? Der hat die gleiche Waffe... Ah, ne, hat er nicht. Nee, ist er jetzt gestorben, weil er sich auf mich konzentriert hat. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade schimpfen. Der hat die gleiche Waffe wie ich. Warum kann der weiter schießen? Hat er aber gar nicht. Im Nachhinein frage ich mich, wie konnte er so schnell damit schießen, wenn er fast die gleiche Waffe hatte. Also nicht die gleiche, er hat die langsame Gallen gehabt. Die langsame, starke Gallen. Stirb. Schade. Das Sterben an der Bombe hätte ich ihm gegönnt. Leider ist der in der Mitte jetzt gestorben, zu dem ich springen wollte. Springen wir einfach zu denen. Hier. Sprachfehler. Hallo. Ja, YOLO. Oh Gott, weg hier. Ey, danke. Das war Ping. Der hätte nämlich sterben müssen. So von der Schuss... Man weiß ja mittlerweile, wenn man auf was schießt, wann etwas sterben müsste. Und so von der Schussanzahl, die getroffen hat. Ich habe das ja am Controller gemerkt und am Gehör. War das genau die Anzahl, die gereicht haben müsste. So. Warum ist hier alles orange? So. So. Komm schon. Nein, wie ist er denn da durchgekommen? Da, ich habe ihn noch gekriegt. Nice. Ach, zum ersten Mal wäre Bewegungssteuerung gut gewesen. Verdammt. Bitte lasst die Orangene nicht noch gewinnen, Leute. Wir kommen gerade gefährlich weit. So. Oh, was hier passiert? Hier hat er ein bisschen rumgesaut. Nichts Gefährliches. Alter, die Mine. So. Okay, das ist einer von mir. Wo ist er? Ach, wieso habe ich ihn nicht getroffen? Ich habe genau auf ihn gezielt. Wahrscheinlich gar nicht. Oh fuck, haben die noch gewonnen? Die haben gewonnen. Was hat mein Team gemacht? Warum sterben die alle? Warum gehen die alle den gleichen Weg? Und wir, nee, wir haben gewonnen. Okay, ich habe nichts gesagt. Gutes Team. Ich liebe euch. Super Team. Best Team EU Way. Ja. 6-5. 1-4. Ist auch nicht so gut. Warum sterben die heute so oft? Komm, machen wir noch Standardkämpfe heute. Wir haben jetzt eine Map gesehen. Und die nächste Folge dann? Nehme ich die schon auf? Ich glaube schon. Ich muss ein bisschen vorproduzieren, es tut mir leid, das ist mal angenehmer für mich. Ich muss nochmal... Also die neue Waffe gibt es dann... heute ist Mittwoch für euch. Am Freitag. Zum Wochenende gibt es dann die neue Waffe. Und wahrscheinlich gibt es dann zu Samstag noch ein neues Update. Weil bisher kam immer mittwochs und samstags ein Update, glaube ich. Also Nintendo macht das immer zweimal die Woche. Einmal eine Waffe und einmal eine Map. Bisher.
Vielleicht kommt wieder eine Map, weil es schlummern auf der CD auch noch ein, zwei Maps. Eine davon ist eine Wolkenkratzer-Map, die sehr, 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 sehr gut aussieht. Könnt ihr mal auf Twitter gucken. Gebt bei Google ein Splatoon NeoGAF Disc oder so. NeoGAF, also N-E-O-G-A-F. Das ist so eine Seite, die so News veröffentlicht. Und da sind auch Screenshots von den Maps, weil die liegen auf der CD drauf. Das sind keine DLCs oder Updates, die sind schon da. Und Nintendo schaltet die halt passend frei, wenn sie meinen, sie können das jetzt auf die Öffentlichkeit loslassen wahrscheinlich. Auf der CD sind sogar Waffen drauf, die noch nicht fertig sind. Das heißt, es kann halt passieren, dass Nintendo noch an den ganzen Kram arbeitet und das jetzt alles nach und nach freischaltet. Erstmal, damit länger Content verfügbar ist. Das wird der eine Grund sein. Du bist ins Wasser gefallen, glaube ich. So, bleib mal da stehen. So. Hat der mir gerade... Oh Gott. Gut, dass der keine Granaten werfen kann. Nein! Jetzt hat er aber die... Wieso haben die immer die Waffen, die weiter schießen können? Das ist nicht nett. Und warum sterben meine Kollegen gerade alle wieder? Auch noch so blöd teilweise, weißt du? Oh, lol! Gut. Ich verdammter Ping-Player wieder. Wobei kann ich ja nichts dafür, dass die Leute einen schlechten Ping haben und dann halt später sterben. Oh Gott. Bin da auch hingesprungen. Wieso? Wie kann man so gut predikten? Verdammte Japaner. Alle gestorben. Ja geil, jetzt müssen wir rushen. Oh nein. Bitte rusht. Bitte lass dich nicht zurückrushen. Hier einer? Ja. Oh nein. Beide? Wenigstens? Danke. God damn it. So, ich gehe zu ihm, dann komme ich schneller wieder dahin, wo ich lang wollte. Oh fuck. Ich sterbe sofort. Nee, doch nicht. Er hat es anders überlegt. Da ist aber noch einer. Da kommt einer hin. Ernsthaft? Was? Ich hab mir sogar noch gewünscht, dass er ins Wasser fällt, weil er doof läuft. Also springen wir zu ihm, der ist nicht... Oh, was? Da ist ein Gegner bei uns fast... Hallo, warte, der muss weg. Da, der muss weg, da. Oh, der hat ein Special. Ja, jetzt markiert. Da war noch einer. Danke, ist der tot? Ja, beide tot, okay. Sehe ich oben an der Leiste, dass zwei gestorben sind. Ich glaube, die gewinnen wir auch die Runde. Brauche auch Geld für die Waffen, von daher kommt das mit dem Standardkämpfen gerade ganz gut. Beim Rangkampf ist es ja nicht so gewährleistet, dass ich gewinne. Oh fuck, du bist an einer Spürbombe gestorben, ey. Geh einfach durch. Ist das okay? Ich glaub schon. Da ist er mitgefahren, lol. Komm, der ist angeschwächt. Nein, du bist ein Gegner und ich sehe es doch. Komm, jetzt die Rakete noch. Ja, sie hat noch was eingefärbt. Nice. Da rechts, der blaue, nicht zu sehende Kringel ist meiner. Das war ich. Nice. Muss auch mal nochmal meinen Helm wechseln, glaube ich. Das machen wir auch nächste Folge. 4-7. Ach, war wieder nicht gut. Weil die Kills heute sind eh alle so schlecht irgendwie. Muss an der Waffe liegen. Naja, ich habe mir überlegt, den Dynaroller zu nehmen für Standardkämpfe und für Rangkämpfe den Medusa-Roller. Aber das machen wir dann im nächsten Part und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.